angespielt habe. Also die Dutch Thunder Yaks, schauen Sie sich das an, die Sukhoi Su 29 hier hinten mit Kiwi. Das erste Mal hier in Deutschland auftritt und also begrüßt sich. Nachdem wir Thunder 1, 2, 3 und 4 in der Luft sehen, Thunder 5 ist hier oben bei mir am Kornplatz. Schönen guten Morgen. Nutzt am Anfang wenig Smoke, jetzt hat er Smoke an, damit er zum Schluss noch genug hat. Einen sehr kleinen Tank für das Öl. Tolle Formation, jetzt bricht er aus der Formation aus. Nummer 4 zum Solo-Kunstwerk. And nice detail when you see the belly from the Yak 52 is that the wheels are up, but not really in the wings, so they're just hanging below the wing of the aircraft. Ganz klar, wo der Name herkommt. Kiwi, ich habe ihn heute Morgen nochmal getroffen. Ein Neuseeländer, der als junger Mann gesagt hat, ich würde gerne F-16 fliegen. Wo kann ich denn F-16 fliegen? Und dann wurde ihm gesagt, in Holland geht das. Und dann ist er ausgewandert nach Holland. Und das holländische Luftwaffe für die Luftwaffe in Holland. F-16. Yeah, I mean, your team basically is a bunch of professional pilots that making their hobby to another job, right? Yeah, the Yak 52 jetzt in neuer Formation, Entry-Formation an alle Linien. Horizontal gestattet, das heißt, der Formationsführer fliegt am höchsten und die Nachfolgenden immer etwas tiefer. Are coming back. Steve is trying to get back information, but doing so in what we call the apache role. Ja, jetzt fliegt Kiwi, der Su 29, um diese Rauchfahnen, der Yak 52 herum, diese kleinen gerissenen Rollen, diese Fassrollen. Ganz tolles Bild am Himmel hier von unseren holländischen Freunden. Now that we have some separation between the planes,
you can play some games, like follow the leader, because it's field formation and they will do some loops. Aufgelöst wurde, als eigentlich Folgeinformationsführer. Deutlich an den Zufrieden, die in den auch immer wieder ausführen zu Ich glaube, jetzt gibt es Grüße aus Holland und jetzt sagen Sie uns, was Sie davon halten, hier zu sein. Exactly the same engine that the Yak-52s are having, 360 horsepower. So what do you think of your first appearance in Germany this weekend here on the Hahnweide? Well, we discussed about that last night, and there's only one conclusion. We'd love to come over here, so we really, really hope that you're going to do something like this within a couple of years again, so we have a good reason to come back. Ja, also ich übersetze es. Er findet es, alle Beteiligten der Dutch Thunder Yaks finden es toll, hier zu sein. Wir finden es auch klasse, dass Sie hier sind. Das war wirklich der erste Auftritt dieses Teams in Deutschland und Sie würden unwahrscheinlich gerne wiederkommen, wenn das in ein paar Jahren wieder stattfindet. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen auf die Organisatoren einreden und das wäre schön, wenn das in ein paar Jahren dann wieder klappt. Eine ganz tolle Veranstaltung. Und Erwin, since the last guys now coming in, turning final. Thank you very much for attending the show and being here this year. You're welcome. And like we said, we really, really like to come back because you have a great show here. Vielen Dank. Thank you. Dutch Thunder Yaks.